Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie das ZDF die Leute bewusst in die Irre führen will, mit Maaßen als Kronzeugen. YouTube hat mich vor kurzem auf folgendes Video aufmerksam gemacht, beziehungsweise es mir vorgeschlagen. Die Politik in Deutschland ist Wunschdenken. Hans-Georg Maaßen. Vom Spitzenbeamten zur politischen Reizfigur. Hans-Georg Maaßen mit ... und so weiter. Jedes Wort in diesem Videovorschlag ist bewusst gesetzt. Das ZDF strebt positives Selbstframing an. Man möchte zeigen, man setzt sich mit der zentralen These Maaßens auseinander. Man setzt sich mit Maaßen auseinander. Aber in Wahrheit lenkt man das Thema um. Mit der wirklich zentralen These, nämlich dass Maaßen angeprangert hat, dass die Regierung Fehlberichterstattung begangen hat und dass überhaupt Fehlberichterstattung von den Medien begangen wird, das wird hier ausgeblendet. Stattdessen wird ein inhaltlich falsches Zitat von Maaßen herangezogen, das naiv ist und mit dem man auch bewusst an die Naivität der Leute appelliert. Es ist naiv zu glauben, dass das, was die CDU, SPD, Grünen, was sie falsch machen aus unserer Sicht, dass das mit Wunschdenken zusammenhängt. Es ist naiv zu glauben, diese Leute wären irgendwie doof. Diese Leute wissen, was sie machen, und sie machen es bewusst so, wie sie es machen. Das heißt, sie verfolgen damit einen bestimmten Zweck. Und das ist natürlich kein guter Zweck, es ist ein finsterer Zweck, weil sie ihn nicht offen benennen. In der Energiepolitik muss den Politikern lange klar sein, sie haben viele Informationsquellen, dass es den Treibhauseffekt sehr wahrscheinlich nicht gibt, dass es eine Erfindung ist. Sie haben sehr wahrscheinlich die Wissenschaftler dazu gebracht, mit fragwürdigen Schaubildern, die sich im Nachhinein vor Gericht als falsch erweisen, den Leuten das schmackhaft zu machen, beziehungsweise die Leute glauben zu lassen, es gäbe einen Treibhauseffekt. Die Flüchtlingspolitik hat sehr viel mit dem Islam zu tun, weil ein Hauptteil der Flüchtlinge kommt aus islamischen Ländern. Der Islam ist eine Kriegsreligion von einem Kriegsherr. Es ist eine, oder man kann es auch eine Kriegsideologie nennen, die sehr viel Leid über die Menschheit gebracht hat. Das soll jetzt kein Vorwurf an diejenigen Leute sein, die da hineingeboren wurden. Viele Moslems sind sich des Islams gar nicht bewusst, was da alles im Koran drin steht, was nicht gut ist. Faktisch wissen es aber auch viele und nutzen diese Passagen des Islams für Gewalt und Aggression aus. Und dementsprechend sieht es in den Ländern auch aus. Das wird von den Medien verharmlost und von der Regierung auch. Das heißt, wenn jetzt Leute aus islamischen Ländern hierher kommen, dann trägt das nicht zur Stabilisierung der Demokratie bei, im Gegenteil. Und das müssen diese Leute auch wissen. Und das wissen sie auch ganz genau. Und dabei, das ist lange bekannt, dass der Islam gefährlich ist, das wussten die Leute schon vor 200 Jahren. Das wird hier systematisch unter den Tisch gekehrt. Und Leute wie Michael Stürzenberger, die darauf hinweisen, werden ausgegrenzt, totgeschwiegen, fertig gemacht. Ich habe von Michael Stürzenberger erst über YouTube erfahren. Das heißt, es spricht alles dafür, in allen Feldern, dass es eben kein Wunschdenken ist von den Politikern, sondern dass sie das, was sie machen, genau machen, weil sie es so wollen und die sich der Konsequenzen bewusst sind. Wenn die Leute das wissen würden, würden sie anders reagieren und anders handeln, als wenn sie denken, an ihre eigene Schlauheit glauben und denken, die Politiker sind halt einfach doof, aber sie können es halt nicht besser. Das ist eine Entschuldigung für ihr Handeln. Wenn man ihnen das in die Hand gibt, dann haben sie eine Legitimation. Die sind halt so dumm. Alle Grünen und Linken, in Anführungszeichen und sonst wer, wissen aber natürlich, was Sache ist. Und wissen, dass das, was sie machen, bewusst, dass sie es bewusst tun. Und sie bilden dann eine Art Verschwörung, fühlen sich überlegen. Das wird diese Leute nur umso mehr antreiben, ihr Spiel weiterzuspielen. Erst wenn sie merken, sie werden durchschaut, werden sie davon ablassen. Das ZDF möchte hier erreichen, dass die Leute weiter an die Dummheit glauben. Das heißt, auch hier täuschen sie. Man kann eigentlich jeden Artikel nehmen von den Medien, von den bekannten Medienhäusern und immer die Schlussfolgerung, die sie einem nahelegen wollen, bei allem
kann man eigentlich immer schon denken, es ist das Gegenteil wahr. Man kennt vielleicht nicht die Hintergründe, aber man sollte sich immer die Gedanken machen, was steckt da dahinter. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was euch noch aufgefallen ist. Macht's gut.